Wohnzimmer, da haben wir das letzte Mal den Schatten von dem... Oh! Scheiße! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum inzwischen auch schon achten Part von The Nightfall. Okay, ich muss schnell meine Armbänder ausziehen, weil die stressen mich hier. Gut, beim letzten Part haben wir genau den Brief im Wohnzimmer gelesen. War das nicht? Ah, nee, in der Küche. Hier, den Brief hatten wir gelesen gehabt. Um nochmal alles aufzufrischen, habe ich gedacht, komm, wir gucken uns den nochmal an. So. Den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurft. Nur um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Wer klettert den Mast hoch und macht sowas? Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Den Kasten konnte ich erst am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplen Vandalismus, oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Okay. Also ganz klar, jemand hat die Telefonleitungen, also beziehungsweise, die Leitungen durchgeschnitten. Und wir wissen natürlich, wer das war. Das war der gute alte Horrorclown Rudolf. Und genau, wir haben es inzwischen... Ernst jetzt? Schon der nächste Brief. Es ist gerade mal 2 Minuten vergangen. Was war das? Okay, schauen wir mal. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Was? Wer bellt laut? Also der Hund, den wir die ganze Zeit gehört haben, oder was? Och Mann. Tatsächlich, da war ein Hund. Ja, aber der bellt ja schon die ganze Zeit. Der Hund, der bellt ja schon die ganze Zeit da draußen. Ding. Sie bellt laut, wenn Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Also ganz klar. Fuck you. Einfach so ein scheiß Schatten. Ich folge dem mal. Und wer ist Molly? Das war's. Weg ist er. Und wer zum Teufel ist Molly? Da bellt er wieder. Ja, aber der Hund bellt ja schon die ganze Zeit. Sollen wir hochgehen? Wir gehen mal hoch. Ich sehe aber keinen Hund. Schlafzimmer ist nur dieser kleine Clown, den wir schon kennen. Ach, dieser Spiegel regt mich auf. Ich wette mit euch, dass der noch ausfallen will. Dass ich da reingucke und dass dann ein Clown hinter mir steht. Also einen Hund sehe ich auf jeden Fall nicht da draußen. Dann belassen wir das mal dabei. Also, auf jeden Fall... Boah, das wird aber auch immer lauter.
What the fuck? Ist der jetzt hier im Haus oder was? Jetzt ist es wieder weg. Alles passiert hier von alleine. Überall raschelt's und keine Ahnung was. Und dieser blöde Hund soll endlich mal aufhören zu bellen. Okay, ja. Das wurde aber eben gerade echt extrem laut. Kommen wir raus? Nee, raus kommen wir nicht mehr. Hier waren wir schon, ne? Aber hier ist nichts. Raus. Da war das Bad. Gehen wir mal in die Küche nochmal. Wohnzimmer. Da haben wir das letzte Mal den Schatten von dem... Scheiße. Was? Der hat den Hund abgemurkst, glaube ich. Und die ist neu, die Statue. Die ist sicher neu, oder? Ich stell mich jetzt in die Ecke und bleib jetzt hier. Wie viel Uhr? Viertel nach. Hier liegt ein neuer Brief. Knochenbrüche. Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Aber bei Molly, dem Hund der Harsons, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor. Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Was für ein kranker Scheiß. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Harsons den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben. Aber als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte, war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Nein. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Sonst erklärt man mich noch für verrückt. Oh, Leute. Es ist 23:30. Shit, okay. Ja, dann war das jetzt... Oh Mann, dann war das jetzt anscheinend einfach ein kürzerer Part gewesen. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen, auch wenn der jetzt nicht besonders lange ging. Ja, wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und... kranker Shit. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, dann werdet ihr benachrichtigt. Und ansonsten würde ich sagen, Leute... Finde ich super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif.